Für die Zwickauer Sporthalle am Biel war heute Richtfest. Erst Ende Juni erfolgte die feierliche Grundsteinlegung und nun ist die Form der neuen Sportstätte schon deutlich zu erkennen. Udo Rupp Kalvis berichtet von der Baustelle. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Stadträte, ich gestehe, es gab noch nie ein Richtfest, wo so viele Stadträte anwesend waren. Also herzlichen Dank für Ihr Kommen. Das zeigt aber auch die Bedeutsamkeit dieses Bauvorhabens. Es ist in der Tat erstaunlich, wie schnell das alles ging. Ich selbst war ja zur feierlichen Grundsteinlegung hier. Und dass heute am 8. September bereits das Richtfest gefeiert wird, Chapeau, das ging wirklich schnell. Ja, und ich bin jetzt hier mit dem Hochbauamtsleiter Mirko Richtsteiger. Das ging jetzt wirklich ratzfatz. Also ich bin selbst erstaunt, aber Sie hatten das so geplant, oder? Ja, es ging relativ zügig jetzt. Wir hatten ja ursprünglich mal eine andere Konstruktion vorgesehen. Es wurde dann nochmal ein Schwenk gemacht auf diese Stahlbaukonstruktion. Wir haben hier sehr gute Firmen beauftragen können im Zuge der öffentlichen Ausschreibung. Also bis jetzt lief alles relativ reibungslos. Ja, wir haben auch eine sportliche Bauzeit vor uns. Wir wollen ja nächstes Jahr zum Schuljahresbeginn fertig sein. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden auf dieser Baustelle. Also bis jetzt alles gut gelaufen. Es ist auf jeden Fall auch eine witzige Baustelle. Es gab hier viel Gelächter, als der Polier seinen Richtspruch getätigt hat. Vielleicht können wir noch mal reinschauen. Der neue Bau ist nun gerichtet, gedeckt, gemauert ist er noch nicht. Noch kein Regen und Sonnenschein zum Dach und überall herein. Drum rufen wir an den Herrn der Welt, dass er seinen Segen gibt, dass dieser Bau auch ewig hält. Geselle, schenke ein. Das zweite Glas, da will ich auch die Architektenbüro Dauter. Der Ewig ist was. Ah, ja, genau. An Herrn Stieler, die Gebrüder Karl Fuß von der Stadik. Sehr gute Zusammenarbeit. Auf Ihr Wohl. Prost. Das dritte Glas, da will ich auch die Bauleute der Firma Baumann. Der Firma Schubert, die das Stahlbau einwandfrei hingezaubert haben. Und auch die nachfolgenden Gewerke, die alle noch kommen werden, dass es unfallfrei über die Bühne geht. Prost. Gut. Das vierte Glas erhebe ich auf meinen Gesellen Ronald und auch mir, dass wir diesen Spruch wieder so wunderbar runtergeladen haben. Prost. So viel Scherben, so viel Glück sei in diesem Bau bescheren. Ich glaube, ich geh's kaputt. Es gab wirklich viel Gelächter, also großartige Leistung auch von diesem Polier. Eine Frage noch an den Hochbauamtsleiter Mirko Richtsteiger. Wie ist jetzt der weitere Zeitplan? Wann soll hier Sportunterricht gemacht werden können? Ja, wir werden jetzt als nächstes versuchen, das Gebäude zu schließen, sprich, dass die Fassaden und die Dächer fertiggestellt werden, dass wir sozusagen winterfest werden hier, damit wir den Innenausbau machen können. Und dann soll Anfang August zum Schuljahreswechsel nächsten Jahres die Halle übergeben werden. Ich hoffe, das gelingt. Bis dahin ist noch viel Arbeit. Besten Dank und damit wünschen wir allen am Bau Beteiligten bestes Gelingen hier auf der Baustelle der Sporthalle am Biel.